So, hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, heute geht es hier um meine Spektrum DX4S. Und zwar hatte mich damals in meinem Unboxing hier der Rudi Rabe gefragt, ob ich ein Review machen könnte, ob die Funke es wert ist, sie zu kaufen. Ja, ich habe ihm damals geschrieben, in 1 bis 3 Wochen. Das Problem war jetzt aber, ich konnte praktisch nie fahren gehen, weil immer, wenn ich fahren gegangen bin, kam dann wieder, ich muss kurz gucken, wo es ist, hier ist es, kam dann immer wieder so eine Sache zustande. Ja, um gleich nochmal zu dem Thema zu kommen, hier habe ich jetzt 2 von denen. Das eine ist ein Geschenk von Hobbyshop Hessig AG. Danke nochmal dafür, für das Zahnrad. Und zwar gibt es immer noch das Problem, es läuft nicht rund. Und ich habe gesagt, ich fahre erst, wenn das sauber läuft. Deswegen konnte ich wirklich praktisch nie fahren, bis die ganzen Ersatzteile hier waren und alles. Ja, wir können mal die Funke einschalten. Wir können jetzt sehen, ich habe sie hier 2 Stunden und 5 Minuten gebraucht. Das ist nicht ganz so viel. Aber was bleibt mir anders, als jetzt mal einfach mal ein grobes Review zu machen. Ja, die Funke, die gefällt mir echt sehr gut. Vom Design her liegt sie perfekt in den Händen. Man kann auch einhändig fahren, wenn man will. Die Schutzfolien sind bei mir alle fast noch drauf. Auf jeden Fall, die auf dem Display werde ich noch eine Zeit lang lassen. Und einfach jede, die mit der Zeit abfällt, ja, die ist dann weg. Aber die sollen von alleine abfallen. Jo, und jetzt zur Funke. Das Potentiometer hier ist extrem genau. Und je nachdem, wie man es einstellt, macht es echt viel Spaß zu fahren. Also man kann zum Beispiel einstellen, dass wenn man solche Bewegungen macht, dass es relativ schnell ausschlägt, aber für ganze Lenkung relativ langsam weitergeht dann. Dasselbe kann man auch beim Gas einstellen. Dann haben wir hier alles Knöpfchen, die man frei belegen kann. Kann man alle umprogrammieren. Das da hier, das ist, wenn man diesen Empfänger hier hat noch, diesen SRS 4210. Der hat ja noch diese Lenkhilfe für Zweiradfahrzeuge oder zum Driften. Da könnte man die Intensität noch umstellen, aber ich werde das komplett rausprogrammieren, weil meines Erachtens ist es nicht geeignet für auf dem Gelände zu fahren. Wenn man ein zweiradangetriebenes Fahrzeug hat, dann ja, da muss man einfach fahren können und nicht mit diesem Teil fahren, weil man hat einfach nicht den vollen Fahrspaß. Man kann dann nicht durch die Kurven driften und alles das Zeugs geht dann eben nicht. Jo, was wollte ich noch sagen? Die Reichweite ist echt verdammt weit. Also ich bin jetzt noch nie aus dem Empfangsreichweite rausgekommen. Ich habe eher das Problem, dass ich das Auto nicht mehr sehen kann, und zwar den 1:5er. Ich bin jetzt schon auf dem Feld gefahren, mal testweise. Ich bin gefahren. Ich konnte ihn fast nicht mehr sehen. Es war echt anstrengend zu gucken, wo das Auto ist und was man gerade macht. Und es ist noch gefahren. Bei hügeligem Gelände geht das auch sehr, sehr gut. Wo wir zwar vom Verkäufer gesagt wurde, da könnte es ein bisschen Abbrüche geben, aber bis jetzt noch nichts. Ich bin da wirklich auch schon auf Wölbungen drüber gefahren und habe es noch nicht mehr gesehen und ist trotzdem weitergefahren. Ja, und ja, wie soll ich noch sagen? Die 4 Kanäle habe ich jetzt noch nicht gebraucht, werde ich aber wahrscheinlich jetzt dann bei ein paar Jahren brauchen, denn da kommt noch ein Killswitch rein. Der wird aber erst verbaut, wenn ich
endlich mal das Teil richtig mal einfach fahren kann, ohne dass wieder was kaputt geht. Weil das mit den Zahnrädern, die kosten nicht viel, die hier. Aber trotzdem, es geht ins Geld und an die Substanz deines Körpers, weil jedes Mal nach 10 Minuten dieses scheiß Zahnrad zu wechseln, kackt einem einfach richtig an mit der Zeit. Dieses hier soll echt verdammt gut sein. Also der Modellbauverkäufer da, der fährt selbst ein paar, ja. Der hat einen 32 Kubik Motor mit VRC, Tuning, Sidepipe und alles Zeug. Der hat den Zenoa werksgetuned 32er und das Zahnrad hält. Der fährt seit 3-4 Jahren mit diesem Zahnrad und hat es noch nie ausgetauscht. Und ich wechsle die wie andere Unterhosen. Ja, ich werde das dann noch für mich, da muss ich noch Anpassungen machen, werde ich dann noch für mich machen. Jetzt noch zur Funke. Ich spreche für diese Funke wirklich eine Kaufempfehlung bis jetzt aus, weil ich weiß ja nicht, was im Jahr ist. Aber bis jetzt ist die Funke arschgeil, Leute. Die ist wirklich verdammt gut. Sie fährt sich einfach top. Und wenn man da so eine Absima, die ich hier habe, die CR3P, ja, CR3P, das ist ganz anders, Leute. Ganz anders. Das Drehpotti ist viel, viel kürzer, der Weg. Es fühlt sich so, ja, es ist einfach, bei der Spektrum ist es wirklich schön geschmeidig und hier, es läuft nicht so ganz geschmeidig, sagen wir es so. Dann, ja, beim Gas geben deutlich, der zieht sich so schön gemütlich nach hinten, ohne irgendwie hart zu haben oder so, und hier ist einfach der Weg kürzer. Und bei der habe ich viel das Problem, bei den Elektrofahrzeugen, egal welche Kombo, egal welches Auto, egal ob brushless oder brushset, wenn ich hier ziehe, geht es bis so hin, schön gemütlich nach vorne, und wenn ich den hier gebe, ist er plötzlich Vollgas, und dann kann man hier noch so machen, das bringt gar nichts mehr anders. Und hier kann man wirklich schön bis hinten durchziehen, durchziehen, durchziehen und Vollgas. Ja, was mich hier ein bisschen stört noch, ist das Lenkrad hier ist extrem nah beim Finger und allem, ist sehr eng, und hier ist wirklich sehr gut gelöst von der Handhabung her. Ja, die vier Batterien, die hier drin sind, kann ich mal kurz zeigen, das sind immer noch die Standardbatterien. Die haben bis jetzt noch kein Problem gemacht. Der Akku zeigt noch 5,8 Volt. Ja, das ist eigentlich noch sehr gut. Und jetzt hat sie auch schon 2 Stunden 11 am Laufen. Aber die meiste Zeit bin ich wirklich gefahren, weil ich stelle die immer gleich ab, wenn ich sie nicht brauche. Wegen den Batterien. Ja, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.